Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, ich freue mich, als Schulleiter der Höheren Lehranstalt für Mode sowie der Höheren Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation in Mödling, Sie zu diesem Schulevents-Film begrüßen zu dürfen. Aufgrund von Corona war es uns leider nicht möglich, heuer einen Live-Event zu planen und auf die Bühne zu bringen. Aber gerade deshalb ist es mir eine besondere Freude, Sie nun einladen zu dürfen auf eine Reise im Rahmen dieses Films durch die verschiedenen Projekte, Präsentationen und Unterrichtsinhalte, die trotz der schwierigen Bedingungen in diesem Schuljahr in unserem Hause stattgefunden haben. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Ein ganz großes Dankeschön geht an unsere geschätzte Frau Fachvorständin, Magister Ulla Reitmeier, die federführend hinter diesem Filmprojekt gestanden ist und dafür gesorgt hat, dass es zu so einem wunderbaren Abschluss gekommen ist. Weiters möchte ich mich bedanken bei allen beteiligten Lehrer, Kolleginnen und Kollegen, sowie bei unseren wunderbaren Schülerinnen und Schülern, die mit viel Enthusiasmus und Engagement zu diesem Film beigetragen haben. Es bleibt mir nun nur noch, geschätzte Damen und Herren, Ihnen eine unterhaltsame Reise zu wünschen. Begeben Sie sich in unsere Schule und erleben Sie, was in diesem vergangenen Schuljahr bei uns alles Wunderbares stattgefunden hat. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu DSDBZ, SKN, HAT, GWM, der Show, die bis zum Schluss keinen Namen hatte, aber trotzdem gefilmt werden musste. Wer sich nach diesen Namen fragt, worum es hier eigentlich geht, richtig, um alles und nichts. Unsere Schulklassen liefern sich ein heißes Duell um den besten Pitch und liefern ein Rennen der Extraklasse ab. Und damit Sie zu Hause vor den Bildschirmen auch tatkräftige Unterstützung bekommen, stellen wir Ihnen unsere drei Top-JurorInnen zur Verfügung. Unsere Fachjury besteht aus Noah, unser junger, dynamischer Startup-Gründer aus Velden, begeistert seit Jahren mit seinen kreativen Ideen und Produkten. Schönen guten Abend. Außerdem Carina, die engagierte und gutherzige Leiterin der Stiftung Sonnenschein, hat für jeden ein offenes Ohr. Guten Abend. Zu guter Letzt Bianca, unsere familienliebende Vollblutunternehmerin. Guten Tag. Liebe Jury, wonach sucht ihr am heutigen Abend? Ich möchte von den KandidatInnen spüren, wieso sie selbst so überzeugt von ihrem Produkt sind. Wenn das nicht rüberkommt, gibt es leider keinen Daumen nach oben von mir. Wir wollen starke Pitches sehen, das heißt in kürzester Zeit präsentiert bekommen, worum es bei den einzelnen Produkten geht. Und ich bin eigentlich nur da, weil ich gut dafür bezahlt werde. Spaß. Ich möchte gute Videobeiträge sehen, die mir zeigen, dass die KandidatInnen unternehmerisch denken können. Danke an euch drei. Wem jetzt noch nicht klar ist, worum es hier eigentlich geht, kurz zusammengefasst. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben Zeit, in einem kurzen Videoclip ihre Ideen und Produkte vorzustellen. Danach werden diese von unserer Jury bewertet, mit Hilfe von Daumen nach oben oder Daumen nach unten Schildern. Zu guter Letzt haben Sie zu Hause Zeit, für Ihre Lieblingskandidaten und Kandidatinnen abzustimmen, mit Hilfe von einem Voting. Und wenn Sie zu Hause und unsere Jury nun bereit sind, fangen wir gleich mit dem ersten Pitch an. Liebe Jury, seid ihr bereit? Ja. Ich hoffe, Sie zu Hause sind auch bereit. Denn unser erster Beitrag zeigt, wie schnell einem das Licht aufgehen kann, wenn man richtig hinhört. Die erste HLP-Klasse. Vicky, Hanna. Habt ihr heute im Unterricht verstanden, was Frau Zimmermann uns in Medienwerkstatt erklärt hat? Welches Thema meinst du? Die Vektorgrafik. Ja, genau. Ich kenne mich da kaum aus. Ich würde euch auch gerne helfen, aber ich weiß auch nicht, was wir da gemacht haben. Was ist, wenn wir eine andere fragen? Okay, ja? Hey, wisst ihr, was eine Vektorgrafik ist? Vektorgrafik? Was soll das sein? Ist es nicht der Typ von den Minions? Ich glaube, das ist nicht, was sie meinen. Wir haben gehört, ihr braucht Hilfe bei Vektorgrafiken. Ich kenne mich selbst nicht so gut aus, aber die Frau Zimmermann hat gemeint, es hat etwas mit gestochen scharf zu tun. Hat es nicht auch irgendetwas mit dem Lasercutter zu tun? Ja, da habt ihr recht, aber mehr weiß ich selbst auch leider nicht. Jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Anhaltspunkt, danke. Schauen wir nochmal zurück in die Schule, vielleicht finden wir dort mehr heraus. Ach so!
Um überhaupt etwas auf Illustrator zeichnen zu können, sollte man erst eine Skizze anfertigen, um sich den Überblick zu verschaffen. Die Skizze zeichnet man in Illustrator nach. Im Programm des Lasercutters wird diese formatiert und anschließend gecuttet. Nach 10 Sekunden ist es fertig. Danach wird die fertige Teelichtummantelung gefalten und zu den anderen 89 Teelichtern gestellt. Wir bitten nun um eure Meinung. Ich bin sehr begeistert. Die Teelichter wurden mit so viel Liebe und Mühe produziert. Ich kann mir durchaus vorstellen, diese in der Stiftung Sonnenschein herzuschenken. Also ich persönlich finde keinen Nutzen für Teelichter, könnte mir aber durchaus vorstellen, für den nächsten romantischen Abend zu zweit ein paar Teelichter zu organisieren. Ihr habt etwas so Einfaches wie Teelichter so kreativ umgesetzt. Den Kaufpreis könnt ihr ruhig erhöhen. Immerhin habt ihr sie ja in Handarbeit hergestellt. Da bin ich ganz eurer Meinung. Und dass in der Modewelt mehr Farben als im Regenbogen erlaubt sind, beweist uns der nächste Beitrag der dritten Modeklassen. Euer Kommentar. Für das nächste Event der Stiftung habe ich sowieso noch kein passendes Outfit. Da würde sich so ein Samtkleid sehr gut anbieten. Ich glaube, das fehlt noch in meinem Kleiderschrank. Ja, da meine Kollektion von moderner Mode handelt, überlege ich ernsthaft, diese Samtkleider in meine Kollektion aufzunehmen. Eure Samtkleider lassen sich bestimmt gut verkaufen. Wenn ihr die Produktionskosten noch senkt, könnt ihr eine noch höhere Gewinnspanne herausholen. Deshalb gebe ich einen Daumen nach oben. Ich glaube, wir spüren jetzt schon alle, dass es keine leichte Entscheidung wird, wenn das Niveau jetzt schon so hoch ist. Apropos hoch, um ein Anliegen, das dreidimensional in die Höhe ging, kümmerten sich die vierten Klassen der HLP. Dieser Beitrag wird in zwei Teile geteilt von verschiedenen Gruppen präsentiert. Allerdings geht es um dasselbe Thema. Da sind wir doch mal gespannt. Sehr gut, ist schon meiner. Ich kaufe ein Haus, bitte schön. Wie viel Geld? 2.000, 3.000 Euro. Dankeschön. Dankeschön. Eigentlich nur um die 2.000 Euro, so ein billiges Haus gibt es in echt gar nicht. Ist eigentlich richtig, richtig cool, wenn man in echt so billige Häuser bauen könnte. Stimmt. Ich glaube, es ist ein Spiel. Wow, das ist so schön hier. Boah, schaut sich die coolen Häuser an. Boah, echt cool. Stellt euch mal vor, wir hätten im echten Leben so schöne Häuserfassaden. Lieber Herr Bürgermeister, ich möchte mich im Namen der Eltern und im Namen des gesamten Kindergartenteams herzlich für das Design und die Investition der neuen Fassade bedanken. Wir investieren gerne in die Zukunft unserer Gemeinde und noch viel lieber in unsere Kinder. Schön, dass Sie hier sind und sich die Zeit genommen haben, dass Sie mich hier vor dem Kindergarten antreffen. Ich habe bereits alles vorbereitet. Darf ich Ihnen nun das Tablet überreichen? Sehr gerne. Hier sehen Sie diverse Fassadendesigns und Sie können hier einfach durch die Vorschläge durchscrollen. Eine Fassade ist hingegen dem, was die meisten denken, ganz viel mehr als nur eine Hauswand. Es ist viel eher wie das Gesicht eines Menschen oder das Cover eines Buches. Das Erste, was die Kinder in der Früh sehen, der erste Eindruck. Und genau deshalb so wichtig. Wow, Herr Bürgermeister, achten Sie doch mal auf dieses Design. Exzellent, wirklich wunderschön. Die Motive und die Farben. Wollen Sie es vielleicht näher betrachten? Ja, sehr gerne.
Wow, ich bin echt begeistert. Ich glaube, ich habe meinen absoluten Traumkindergarten gefunden. Ich ebenso. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Lasst uns nun bitte eure Meinung dazu hören. Kinder lieben bunte Farben. Und genau das geben uns die Wichtelhäuser. Da ich demnächst sowieso ein Kinderheim umgestalte, werde ich mich daran inspirieren lassen. Ja, da mein Vater die Fassade seines Casinos in Velden erneuern möchte, werde ich ihm definitiv eure Entwürfe zeigen und hoffe, dass er sich für eins eurer Designs entscheidet. Ich habe vor kurzem eine neue Kinderkrippe für meinen jüngsten Sohn gesucht. Hätte ich da so eine Fassade gesehen, wäre die Entscheidung sicher schneller gegangen. Danke wieder für eure Rückmeldung. Wenn ihr allerdings so weitermacht, wird die Entscheidung ganz bei den Zuschauern bleiben. Aber was sollen wir denn tun, wenn doch alle so gut sind? Absolut, ich möchte nicht in eurer Haut stecken. Ich bin ein Fan von allem. Egal ob Hosenrock, Faltenrock, Wicklerrock oder Bleistiftrock. Röcke begeistern seit Jahrhunderten jede und jeden. Was die diesjährigen ersten Klassen der HLM damit gemacht haben, sehen wir im nächsten Beitrag. Eure Meinung. Jedes Kind ist individuell und genauso ist es auch jeder dieser Röcke. Gefällt mir sehr gut. In meinem letzten Sommerurlaub in Dubai hätte ich gerne den Vorteil eines solchen Rockes genossen. Darum gibt es von mir einen Daumen nach oben. Ich werde in Kürze einen verpflichteten Rocktag für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Unternehmen anführen. Wir sind nun bei der Halbzeit angelangt. 4 Beiträge haben wir hinter uns, 4 werden noch folgen. Damit wir allerdings keine Zeit verlieren, vergleicht der nächste Beitrag der zweiten HLP-Klassen, die zeigen, welch lautes Problem sie lösen können.
Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Nein, du schaffst es schon. Mädels, es geht los. Mein Walk hat mich so rausgerissen, ich komme sicher weiter. Mein Shooting war richtig schlecht, aber mein Walk war jetzt auch voll gut. Ich hoffe, ich bin die Runde weiter. Aber Mädels, ihr wisst, nur eine kann HLPs nächster Kursiegpanel werden. Wir bitten nun um euer Kommentar. Demnächst richte ich in der Stiftung Sonnenschein ein Studiozimmer ein, damit die Kinder ihre musikalische Ader ausleben können. Deswegen gibt's von mir einen Daumen nach oben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Teelichter und Akustikpaneele eine gute Kombi abgeben würden. Naja, obwohl, könnte schon gefährlich werden. Trotzdem gibt's von mir einen Daumen nach oben. Mit euren Akustikpaneelen habt ihr wirklich eine Marktlücke gefunden. Sie sind für jede Familie geeignet und ich kann sie mir auch gut in einem Kinderzimmer vorstellen. Sie sehen, es geht ganz ohne Qualitätsverlust weiter im Rennen um den Sieger bei DSDBZ, SKN, HAT, GWM. Die nächsten Anwärterinnen auf diesen Titel kommen mit dem Beitrag aus der 4. Modeklasse. Ob Pastellfarben oder Herbsttöne, schlichte Gürtel oder dezente Accessoires. Diese Hingucker stechen jeden ins Auge. Was sagt ihr dazu? Ich bin noch auf der Suche nach dem perfekten Mantel für meinen nächsten Winterurlaub in der Schweiz. Und anstatt mir wieder einen überteuerten Designermantel zu kaufen, unterstütze ich lieber eine Schulklasse. Ja, da ich auch jeden Winter in der Schweiz Urlaub mache, ist ein stylischer Mantel ein wichtiges Essential. Darum gibt es von mir einen Daumen nach oben. Für die Produkteinführung in die Herbst-Winter-Kollektion dieses Jahres habt ihr vielleicht den falschen Zeitpunkt gewählt. Aber nächstes Jahr habt ihr bestimmt gute Chancen. Ihr macht eurem Ruf ja wirklich alle Ehre. Hart, aber herzlich. Fast so toll wie die Logos, die die diesjährigen dritten Klassen für MySkin Fashion und die Wichtelhäuser designt haben. Die Auftraggeberin von MySkin Fashion hat uns, der 3PA, die Aufgabe gegeben, in Form eines Wettbewerbes ein Logo zu designen. Begleitet uns auf den Weg durch den Designprozess. Nach einem Design-Briefing mit der Auftraggeberin haben wir intensiv recherchiert, wie man das Produkt und die Krankheit Vitiligo verkörpern kann. Zuerst wurde dies von uns in Form eines Moodboards veranschaulicht. Die ersten Entwürfe sind nicht immer perfekt. Deswegen müssen viele Ideen zugelassen werden, um zu einem guten Endergebnis zu kommen. Fast genauso wichtig ist die Wahl der Farben. Sie sollen das Unternehmen repräsentieren, zu den Produkten passen und die Zielgruppe ansprechen. Bei der Digitalisierung setzen wir unsere Skills in Adobe Illustrator und Photoshop ein, um das Logo verwendbar zu machen und auf den Punkt zu bringen. Die Auftraggeberin hat die Siege in einer Zoom-Konferenz bekannt gegeben. Die zwei Gewinnerlogos bestehen durch ihre Einfachheit und ihre klare Wirkung.
Und nun, meine Damen und Herren, präsentiert uns Wichtelhausen ihre Abenteuer, die die Wichtel auf sich genommen haben, um ein neues Wappen für ihre Stadt zu finden. Dabei sind die Wichtel mit Leidenschaft und Zuversicht bis an ihre Grenzen gegangen und kämpfen nun um finanzielle Unterstützung von der Show, die bis zum Schluss keinen Namen hatte und trotzdem gefilmt werden musste. So macht sich auf die Reise durch Welt und Wind, auf, wer das beste Wappen findet. Doch fürchtet euch nicht vor Angst und Pein, soll nur Gewinnerinnen finden Heim. Voller Stolz sehe ich euch nun, gekämpft habt ihr mit Kraft und Passion. So können wir nun das Letzte tun und holen für Wichtelhausen Ruhm. Schauen wir mal, ob wieder alle drei Jurymitglieder ihren Daumen nach oben geben. Für unser Kinderkrebsforschungsprojekt benötigen wir noch ein Projektlogo. Diese würden sich super anbieten, da sie vom Stil her perfekt in unser Konzept passen. Ja, da viele meiner WU-Kollegen erfolgreiche Unternehmen leiten, die aber leider noch kein Logo haben, da denke ich an Justus Paul oder Oskar Maximilian, zeige ich ihnen eure Logo-Designs und hoffe, dass sie daran Inspiration finden. Darum gibt es von mir einen Daumen nach oben. Für das wirtschaftliche Überleben eines Unternehmens ist es sehr wichtig, ein aussagekräftiges Logo zu haben. Deshalb gebe auch ich einen Daumen nach oben. Damit fehlt uns nur noch ein Pitch. Die diesjährigen zweiten Mone-Klassen möchten diesen Herbst mit neuen Country-Inspirationen verzaubern. Ein letztes Mal bitte ich um eure Meinung, liebe Jury. Meine Tochter feiert bald ihren 8. Geburtstag. Wie wär's mit einer Mottofeier im Country-Style? Ja, genau das kann ich mir für die Stiftung Sonnenschein auch sehr gut vorstellen. Wir haben nun alle Pitches gesehen und ich hoffe, Sie zu Hause und ihr, liebe Jury, seid bereit für das Voting. Wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Nach der Show habt ihr Zeit, entweder für eure Lieblingskandidatin oder Kandidaten eure Stimme abzugeben oder für ein Produkt in mehreren Kategorien abzustimmen. Die Entscheidung wird nächste Woche bekannt gegeben. Jetzt gibt es nur noch eins von uns zu sagen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr live im Publikum. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Von DSDZL. Ich hasse diesen Namen. Das war jetzt so schlecht, das hat mich gerade aus der Bahn gebracht. Entschuldigung. Unternehmerinnen und Unternehmer in meinem Unternehmen.